Offspeed TV, mal wieder unterwegs für euch. Heute mit zwei besonderen Protagonisten. Einen seht ihr hier, 356 steht dran, ist auch auf den Reifen. Und der zweite ist der Lenz David Arnold. Hallo zusammen. Rennfahrer, Motorjournalist und was nicht noch alles. Ne? Du bist vielseitig aufgestellt und heute stehst du mit uns hier, um ihn vorzustellen. Ne? Schön, oder? Das ist ein Traum. Ich gehe gerade. Ich habe ja die luftgekühlte Leidenschaft. Da passt er natürlich voll rein. Einfach. Ich meine, die Idee war eine andere. Ich wollte erst so ein Gruppe 4 Rallye-Auto auf G-Modell-Basis aufbauen. Ich bin aber immer noch? Immer noch luftgekühlt. Ich bin immer über den gestolpert. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich fast froh, dass das andere Projekt nicht geklappt hat. Also von meiner Seite aus hast du alles richtig gemacht. G-Modell gestolpert. Das heißt, dabei den gefunden. Gefunden im Triebwerk, ne? Weiß ich zufällig. Das ist ein Auto aus dem Triebwerk, richtig. Die haben es quasi restauriert, komplett aufgebaut und halt eben auch in diese Outlaw-Richtung gebracht. Ja, Outlaw-Richtung heißt ja in dem Fall Stoßstangen weg, ne? Gitter drauf, ein bisschen die Kriegsbemalung. Triebwerk, kurz zur Erklärung, Triebwerk, eine Manufaktur in Schwelm. Machen krasse Sachen auf Porsche. Gerne auch mal luftgekühlte Käfer und VW und Busse und sowas. Aber spezialisiert auf Porsche-Modelle, Backdate und so ein Kram. Wir werden sie noch besuchen. Wir sind da auch schon in Kontakt mit dem Christian und wir gehen wieder zu dem Auto zurück. Outlaw, sagst du? Ja, Outlaw ist ja so ein bisschen im Trend oder im Kommen. Ja? Und ich bin halt ein Freund davon, weil der 356 ist ja sehr formschön. Mhm. Ja? Mit den Stoßstangen dran, wenn es verchromt ist und so weiter. Grundsätzlich finde ich auch. Formschön gar nicht. Aber man muss es ja verjüngen. Verjüngen, ja. Und deswegen ist halt gerade so ein Outlaw-Style, sprich halt einfach die Stahlfelge, ja, die schmale Spur. Dann hat man halt eben die Stoßstange in dem Fall abgemacht. Da ist nichts mehr dran, was verchromt ist. Die Schalen, der Bügel, alles gibt ihm so einen, ganzen, so einen Charme halt. Einfach, als wenn du die Mille-Miglia jetzt so mitfahren kannst. Oh, hier steht's drauf. Also meiner, ich schreibe dir einen Zettel, ich schreibe dir eine Entschuldigung, du darfst da gerne mitfahren. Das Auto ist für mich sowas von stimmig. Nimmst du mich mit? Haben wir jetzt online. Ja. Outlaw per Definition tatsächlich. Erste Outlaw war auch ein 356er. Also das erste Auto, was man als Outlaw bezeichnete, war ein 356. Na, irgendein Ami Jeffries, Dan Jeffries, glaube ich, und Dean Jeffries hat einen 356 zu einem krassen Outlaw umgebaut. Krass, aber eigentlich nur vorne. Ne? Also der war vorne eigentlich nur verändert. Und die Idee dahinter ist ja so ein bisschen, dass du das Auto dann nutzt einfach. Ne? Der wird dreckig, du fährst damit einfach und du ziehst dein Programm durch. Und das macht es so spannend, weil du einfach, ich meine, am Ende des Tages ist das, wir haben viele schöne Autos. Hm? Wenn die aber nur in der Garage stehen, werden sie ja nicht besser und keiner sieht. Das heißt, eigentlich ist es ja cool, wenn du mit so einem Auto viel unterwegs bist. Und deswegen mag ich die Szene auch so, die wirklich solche Autos pflegen, aufbauen und halt eben auch benutzen. Ja, das ist ein Auto, Automobil. Mobil heißt Bewegung. Und ein Auto ist gemacht worden, um zu fahren, um zu bewegen. Und wenn es dann noch in der Art ist, umso krasser, umso geiler ist es einfach, das Ding zu fahren. Das macht doch einen Heidenspaß, oder? Ich muss sagen, es ist insofern geil, weil du kannst ja heute die Autos fahren alle gut. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das ist schön. Du bist aber immer über dem, was letztendlich erlaubt ist. Und du kommst nach Hause und bist gar nicht so richtig, da muss man so sagen, befriedigt. Weil du 15% nur von dem so erfahren hast, was du eigentlich machen wolltest. Du gehst ja raus zum Aktivfahren. Ja. Hier fahre ich eine historische Veranstaltung mit, lass richtig laufen in dem Ding, mit dem großen Lenkrad, ich schalte, ich arbeite, bin, wenn gut läuft, auf 110 mal auf einer Landstraße, ja, also alles noch im Plus-Minus-Bereich, steige aber abends aus und sage, das war ein anstrengender Tag. Also sprich, die Erfüllung ist doch viel größer. Und deswegen ist das für mich aktives Autofahren. Ich glaube, Original-Rennfahrer-Sprech, oder? Das ist, du hast du mal deine Nürburgring-Rennrunden gezählt? Nee, in der Tat nicht. Aber es könnten diesmal, oder es könnten schon einige sein. Ich bin, glaube ich, 16 Mal 24 Stunden alleine schon mit. Das sind ja alleine schon Milliarden. Ach, unendlich viel Runden. Krasse Nummer. Und genau das, was du sagtest, in einem normalen Auto, so wie sie hier vorbeifahren, das ist einfach, du setzt dich rein, fährst oder wirst 90% gefahren, fährst nicht selber. Hier musst du fahren, hier musst du alles selbst machen. Hier gibt es keine Helferlein, hier gibt es keine ABS, kein gar nichts. Und das ist das, was einfach dich erdet einfach und zurückbringt in das normale Leben, was Auto angeht. Ne? So, das Schöne hier ist jetzt einer von 1964.
Wir haben also ein SC, ja, deswegen auch drauf, ne, damit ich es nicht vergesse. Ja. So, also Serien 95 PS, aber das Entscheidende eigentlich für mich war viermal Scheibenbremse schon. Das auch. Unterscheidet die A und C B, ne, und so weiter. Genau. Die hatten noch teilweise Trommel. Ja, bremst auch. Ja. Man weiß halt nur nicht wann und wie genau. Deswegen richtig. Ist das mit Scheibe doch angenehmer, gerade wenn man ein bisschen laufen lässt. Ne? Genau, bremst sich tatsächlich anders. Du hast einfach eine größere Sicherheit. Das heißt, du gibst einfach mal Gas, lässt es rollen und du weißt, wenn die Ampel rot ist, du kommst zum Stehen. Ne? Ja, das ist ja nicht so verkehrt, wenn das funktioniert. Haube auf. Aber mit dem Triebwerk, ja, haben wir gerade angesprochen, ne? Mit der Leidenschaft und sowas. Und wenn die Jungs dann einfach nachher sowas zaubern, ne? Und dann auch einen Motorraum so aussehen lassen, so detailverliebt, dann ist das einfach schön. Ne? Und das zieht sich bei dem Auto und deswegen kam ich da nicht vorbei, einfach durch wie ein roter Faden. Da muss ich jetzt auch was zu sagen. Finde ich krass, klasse. Wir reden hier immer nur über einen serienmäßigen 1600er Block, wie er bei Porsche lange in den 356er verbaut wurde. Haben aber nicht mehr die serienmäßigen Zenit-Vergaser, die drauf sein sollten. Ne? Nein. 1,6 Liter müsste damals 90 oder 95 PS gehabt haben. 95 hatte der SC. 95 hatte der SC, 70 hatte der normale S. Der Motor ist ansonsten, ist der bearbeitet? Ja, ich sag mal so, wir haben ja einen Sportauspuff dran, der hat vielleicht ein bisschen mehr Hubraum. So, also er dürfte auf jeden Fall mit den Vergasern, das sind Weber in der Größe 44, oder? Ja, ich meine, das sind 44er drauf, ja. Und das halt eben abgestimmt. Ne? Wo man hier aber nochmal sagen muss, der Auspuff, der passt zum Style. Ich mag den Klang sehr. Ich war beim ersten Mal, als ich ihn gehört habe, überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass aus so einem Auto so viel Klang rauskommen kann. Aus nur 1,6 Litern, oder? Aber man verliert dadurch Leistung. Ne? Also sprich, beim 356 oder auch in der Käfer-Szene ist ja häufig so, dass mit dem Serienauspuff aufgrund des Gegendrucks wirklich am meisten Leistung erzeugt wird. Da wird mit den Rohrgrößen ein bisschen gearbeitet. Die Serienauspuff hat zu kleine Rohrgrößen für, am Ende sind das wahrscheinlich 1800, vielleicht sogar 2 Liter drin stecken. Hat die Rohrgrößen einfach zu klein, der Serienauspuff. Da wird dann mit größeren Durchlässen gearbeitet. Aber tatsächlich ist ein M-Topf nicht falsch, um Leistung zu erhalten. Es geht ein bisschen was um Staudruck, aber auch bei höheren Drehzahlen um Gasaustausch, Beschleunigung, Gasaustausch und so weiter. Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, aber mit dem Klang machst du mit dem Dinger mal gar nichts falsch. Ne? So deswegen. Und die Optik gepaart mit dem Klang, das ist in Ordnung. Ja. Und das reicht auch so, um anzufahren an der Ampel. Ein man auch sagen. Traum von Motor sieht klasse aus, hat halt was zeitgemäßes, die 1-2-3 Zündung drauf, die Vergaser drauf. So kann man so ein altes Gerät am Ende auch noch adäquat über die Straße schieben. Ne? Das ist schön formuliert, ja. Ja, danke. Da gefällt mir außerdem gut. Ja, und das ist halt Triebwerk-Style. Ne? Viel Original, möglichst viel Original auch erhalten. So wird es an der Karosserie auch gewesen sein. Ja. Möglichst viel Original erhalten. Aber alles, was kaputt ist, in einen Zustand versetzen, der mindestens neuwertig ist. Oder, wo es geht, auch besser. Und so sieht das Auto halt auch von unten aus. Ne? Ja. Dürfen wir einmal auf die Seite legen? Kurz, ja, aber lass auf die Wiese nur gehen. Zum Gucken. Auf die Wiese, der Bordstein, das stört nicht. Ja, krass. Schön. Gefällt mir ausnehmend gut. LA 356H. Hast du das lange reserviert? Nee, ne? In der Tat echt kurz vorher erst. aber ja, ich habe mit LA immer Glück, was die Bezeichnungen angeht. Da muss man einfach sagen. Will keiner, ne? Ja. Darf ich auf deinen Namen eingehen? LA Lenz Arnold. Lenz Arnold, genau. Du bist ein Ruhrpottkind aus Duisburg. Aus Duisburg. Warum nennen deine Eltern dich Lenz Arnold? Ja, genau genommen haben sie mich ja Lenz David Arnold genannt. Ach, noch schlimmer. So. Du müsstest Kalle Grabowski heißen in Duisburg. Ja, dann hätte ich aber auch ein SEC, dann würden wir jetzt heute nicht stehen. Ne? Nö, dann würden wir nicht hier stehen, aber... Deswegen, nein, ich sollte Eishockeyspieler werden. Ja? Und in der kanadischen Mannschaft gab es damals einen Lenz Nesery, David O'Brien und so kam Lenz David. Ah. Ich kann den Plan nur nicht ganz verstehen. Weil ich habe nie auf dem Eis gestanden. Also irgendwann ist ja da wahrscheinlich ganz falsch gelaufen. Duisburg ist jetzt auch keine Eishockey-Hochstadt in Duisburg. Ja, aber Lenz Nesery war der Trainer. Ne? Du bist am Ende, du hast dich für die Motorsportkarriere entschieden. Du hast den klassischen Werdegang. Ne? Also Kart, Seriencup, Porsche und dann Langstreckenrennen. Ne? Im Prinzip alles so. Ne? Also von Daytona 24 Stunden über 21 ging dann auch mein Traum mit Le Mans in Erfüllung. Da bin ich auf einem RSR Le Mans gefahren und sowas für Porsche und sowas. Das ist schon alles sehr, sehr geil. Das ist alles sehr gut. Aber die Zeiten haben sich auch im Motorsport verändert. Deswegen wird jetzt Motorsport gerade ein bisschen weniger, würde ich sagen. Und man guckt halt jetzt, dass man sich ein bisschen anders aufstellt. Also gerade jetzt mit den Autotests. Da sind wir beim Journalismus. Du bist Motorjournalist einfach, kann man so sagen. Ne? Exakt. Also quasi einer der Hosts bei Automobil, ne? Vox Sonntag. Automobil, Vox Sonntag, 17 Uhr. Jeder kennt es, glaube ich. Der mit Auto auch nur irgendwas zu tun hat, ist sonntags um 17 auf der Couch oder streamt das irgendwann nochmal nach. Und das Schöne da ist halt einfach, ich speziell bin jetzt da eigentlich für die Sportwagen oder die speziellen Projekte verantwortlich. Das tut mir leid. Ja, mir auch, für meine Kollegen.
Ja, nein, ein krasser Auftritt. Also von daher kenne ich am Ende auch eine ganze Menge Leute, sowohl aus dem Motorsport als auch aus der Journalismus-Sparte. Und ja, das zeigt einfach, guck mal, jetzt, wo die Sonne rauskommt, das knallt, oder? Ist eine wahre Wonne. Und dann in dieser Form. Das ist schön, du bist also dem Porsche tatsächlich sehr lange treu, sehr viel treu und immer noch mit diesem Fahrzeug. Ich bin eine lange Zeit für Mercedes gefahren. Ich war auch im Mercedes-Bereich Klassikbotschafter. Ja. Ich bin da also viel für die auch historische Veranstaltungen unterwegs gewesen. Mhm. Aber Porsche, muss man sagen, da hat die Karriere angefangen. Mhm. Und natürlich ist da die Verbundenheit irgendwie da. Ne? Ja. Weil ich habe einfach Spaß an den Fahrzeugen. Ja. Die machen schon viel richtig, da muss man einfach sagen. Ist einfach so. Sonst wären sie nicht dieses Jahr 75 Jahre alt geworden, wenn sie alles falsch gemacht hätten. Ne? Und gestartet tatsächlich vor 75 Jahren, 48 in Gmünd, irgendwo hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, wurden die ersten dieser 356, Pri-A hießen sie damals noch, mit der Knickscheibe und so weiter, wurden da gebaut. Und daraus entwickelte sich am Ende, ja, bis zum 911 rauf. Ne? Und das immer noch der klassische, erinnert tatsächlich an den 911. Man kann direkt einen Übergang erkennen. Die Form, ja, die haben dann schon was gemacht. Ja. Ja. Schätzt du heute den aktuellen 991 oder 92 ist, glaube ich, aktuell? 92, ne? Ja. 92, 992, ich komme mit dem System nicht klar. 992 stellst du daneben und jeder weiß genau, pass mal auf, wir reden hier über eine Familie. Ne? Ja, das ist einfach eindeutig zu erkennen, gut zu erkennen. Und das finde ich, ja, auf Geschichte kann man auch aufbauen. Ne? Fahreindrücke im 356 SC von 1964 mit Lenz David Arnold. Mit Sportauspuff. Mit Sportauspuff, kann man hören. Ah, da geht doch noch was, oder? Aber wieder am Gas hängen, ne? Hier auch nochmal Schwungrad, ne? Das heißt, wir haben ein abgedrehtes Schwungrad. Wie viel Kilo runter? Ich glaube, locker. Alles, was geht. 4, also, das ist so das ehrlich? Minimum, was du fahren kannst, glaube ich. Wahrscheinlich auch noch gelocht. Ja. Ja, guck mal, fühlt sich schon mal, klingt auf jeden Fall sehr geil. Also der Sound, die Kulisse, ist genau das, was ich hören möchte. Klingt sehr krass und man kann nicht in dem Auto fahren ohne Daumen. Das ist das Schöne an einem Oldtimer. Ne? Du bist ja gefühlt nie der, also immer natürlich, wie du durch die Stadt fährst, klar. Wir fahren aber ja unter Touring und du bist damit nicht der Prolet, sondern irgendwie, die Leute freuen sich, so ein Auto zu sehen. Ja. Die sehen, da steckt Liebe drin und jeder ist happy und dann gibt es den Daumen. Ne? Und das ist halt einfach schön. Genau. Du kannst mit so einem, ich sage immer, du hast mit so einem alten Auto so viel Vertrauensvorschuss. Du fährst durch die Fußgängerzone und keiner sagt was. Du kannst dir fast alles erlauben, natürlich muss man das nicht auch tun, das macht man auch nicht. Aber es ist einfach eine angenehme Atmosphäre von Leuten, einfach ja, einen Daumen zu kriegen und ein Lächeln zu erzeugen. Das ist Anerkennung, ne? Genau. Das ist ja, man macht sich dafür, hier rechts oder geradeaus, ne? Man macht es nicht, um diesen Daumen zu haben, aber Anerkennung bei der Liebe und Zeit und Arbeit, die und Geld, das, was man reinsteckt, ist dann natürlich ein schönes Gimmick, ne? Genau. Wenn man gerne mitnimmt. Sieht einfach, dass den Leuten sowas Spaß macht, viele sowas gerne haben würden, am Ende sich nicht trauen oder es ja, sich mit ihren Alltagsautos zurechtfinden einfach. Ne? Obwohl man mit so einem Auto, haben wir gerade schon drüber gesprochen, viel, viel mehr Spaß und Erlebnis haben kann, als mit aktuellem Kram. Ne? Ich habe wirklich Schnelles gefahren, aber ich muss sagen, wenn ich hier bin unterwegs bin, das Auto zaubert mir einfach ein Grinsen ins Gesicht. Ich habe einfach Bock, hier lang zu rollen. Ja. Und das ist für mich entschleunigen. Geil. Du hast, ja, dann, guck mal. Hier, schön auch noch 996 wieder in Gelb. Ja? Ja. Wunderbar. Guck mal, an sowas fährst du vorbei. Solche Sachen an Autos hast du gefahren, fährst du berufsmäßig, ja, noch ein Ferrari hinten dran. Solche Autos fährst du berufsmäßig einfach und steigst aber um normal fahren zu können in sowas um, ne? Ja. Bewusst, weil du hast in der heutigen Zeit, als ich 18 war, hatte ich einen Corsa B. Ja. C20 XE Motor drin, wenn dir jemand sagt, aus dem Astra, ja, so Calibra, der 2 Liter 16 V, ja. 150 PS, das war im Corsa B eine Macht. Ja. Da war ein VR6, Golf 3, war so ein bisschen das. Das waren so die schnellen Autos, dann gab es das aus dem japanischen Lager, alles war cool. 5 Jahre später, aufgrund der ganzen Banken, sobald du einen festen Job hattest, konntest du dir alles finanzieren. Dann kam der Golf R. Ja. Und Leistung war pulverisiert. Und genauso ist das heute auch. Ich kann mir jetzt einen Nissan GT-R kaufen, vielleicht. Aber was habe ich davon? Es gibt immer wieder einen, der schneller ist. Abgesehen davon, dass du dich jetzt nicht misst, aber von dem Gedanken. Und deswegen habe ich mich vom Thema Leistung eh komplett frei gemacht. Sondern jetzt geht eher Detailliebe, Historie zum Auto. Wo geht die Reise hin? Warum hat man vielleicht eine andere Verbindung dazu und so weiter? Ne? Und das finde ich viel spannender. Ja. Ja, was, ich sitze hier neben einem Berufsrennfahrer. Wir juckeln hier durch 30er-Zonen. Das ist schön, schön runterkommen. Aber auch das ist schön, das macht Spaß, das ist klasse. Und ja, spiegelt einfach wieder, dass das Auto auch ja, gerne langsam kann. Ne? Ich finde jetzt sogar, pass auf, wenn wir über langsam sagen, ne, der fängt ja jetzt auch im dritten Gang unter, der fängt gar nicht an zu stottern. Ja. Ja, da passiert gar nichts. Normal habe ich gedacht, da kommt mehr Laufunruhe rein. Das macht er.
fahren jetzt. Also hier, ne, mit den Umdrehungen halt. Ne? 1200, 1300 Umdrehungen bei Tempo 35. Jetzt theoretisch im dritten Gang sogar jetzt. Bleiben im dritten Gang, er latscht rein und es passiert. Er verschluckt sich nicht, er ruckelt nein, nicht, er gar nicht. Er fährt schön drehen an, ne, für das bisschen oder Hubraum, was er hat oder halt eben ne, für die Leistung. Und das macht er schon ganz gut, der lässt sich schön fahren. Das mit dem Käfergetriebe lässt sich auch schön schalten. Ja, da habe ich also kein Problem damit. Und diese Kombination macht es halt einfach so fluffig. Käfergetriebe, das heißt, wir haben tatsächlich ein Käfergetriebe. Eigentlich sind 356 als schon ab Modell B hat er schon sein eigenes, das naja, eigentlich verschriene Synchrongetriebe vom Porsche. Ne? Komplett, also irgendwie hat Porsche komplett das Getriebethema verhauen, wenn ich mal das so sagen würde. Da war VW einfach 10 Jahre voraus. Also bis hin zum 915er Getriebe, bevor das G50 kam im G-Modell, ab 87, 88, bis dahin war das ein Drama. Du hast immer Spannung auf dem Hebel, nicht so schön zu schalten und so weiter. Und da ist ein Käfergetriebe natürlich jetzt nochmal angenehmer, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wir können ja jetzt hier auch einen anderen Motor reinhängen. Und wenn wir mehr Leistung fahren wollen, ist das Käfergetriebe auch einfach standhafter. Ein Käfergetriebe kannst du bis 450 PS fahren. Lauf, jetzt sagt mir ein Profi-Rennfahrer, sagt mir, die Käfergetriebe sind stabiler als die Porsche-Getriebe. Mehr brauche ich nicht aus der Zeit. Aus der Zeit. Du sagtest G-Getriebe, dann reden wir über ein tatsächlich G-Modell, die letzten Getriebe, die waren tatsächlich schlecht. Ja, beziehungsweise vorher, die haben sich schlecht schalten lassen und auch wenn du ein G50 hast, da sind die Teile teuer, wenn du das halt eben verstärken willst. Ja? Da geht richtig Geld rein und ein Käfergetriebe hast du einfach schon eine gesunde Basis. Ja. Wenn der Drehmoment abkriegt, kann er erstmal ab. Genau, kann er haben. Käfergetriebe haben wir drin. Da müssen wir nochmal auf Triebwerk zurückkommen. Triebwerk hat für diese 356er Modelle einen Adapter gebaut, um Käfergetriebe einzubauen. Die haben einen Getriebehals entwickelt, der gegen den Käfergetriebehals ausgetauscht wird. Und dann passt dieses Käfergetriebe hier Plug and Play in dieses Auto rein. Man muss sich zerschneiden, kann auch, wenn man es möchte, jederzeit zurückrüsten. Das ist nämlich der entscheidende Ansatz in meinen Augen. Ne? Wenn wir jetzt hätten, immer zerschneiden müssen oder irgendwie was wegflexen, einfach damit was passt, dann wäre es natürlich schon raus gewesen, die Option. Ne? Ja. Und die haben halt immer Detaillösungen, die sich einfallen lassen, also Engineering betreiben sie, wo man halt eben sagt, okay, das ist eine schöne Lösung, die kann man so machen und man kann die Originalität trotzdem wieder ganz schnell erlangen, indem man halt wieder zurückbaut und die Adapterplatte wegmacht. Ne? Ansonsten sind wir hier tatsächlich im serienmäßigen Innenraum. Ja, das Lenkrad ist serienmäßig. Das Lenkrad, ich liebe die Armatur. Das ist ein toll, das ist ein Traum, also es ist Wahnsinn. So, und dann jetzt zum Auto. Wir haben hier ein Bildsteinfahrwerk verbaut. Und du siehst ja einfach, der liegt schon einfach so, dass du halt eben damit auch knackig in die Ecke fahren kannst. Ja? Okay. Für diese, ich sag mal, dünnen Terschneider aus der Zeit, die du ja fährst. Aber trotzdem haben wir einen Geradeauslauf, der sehr angenehm ist. Ich finde das Auto also, selbst auf der 59, wenn ich von Duisburg nach Dienstlagen fahre, wirklich in Ordnung ist. Ja. Ja, und das über 60 Jahre alte Technik, ne? Also Basis sogar noch älter. Basis ist 75 Jahre alt. Viel ist da fahrwerksmäßig nicht passiert. Wir haben die alte Kurbellenker-Vorderachse mit den Federpaketen. Wir haben die Pendelachse hinten, die zwar irgendwann Ausgleichsfeder gekriegt hat, die unterm Getriebe hängt, aber am Ende so viel nicht ausmacht an Fahrstabilität. Ne? So, und du hast trotzdem ja jetzt auch schon die originalen Rennschalen von damals. Ja. Das kommt ja noch dazu hier, ja? Wo du so ein bisschen Seitenführung hast. Also wir sind übrigens nicht angeschnallt, weil er zu der Zeit noch nicht musste. Also wir haben hier keine Gurtpflicht. So, aber ja, das macht's aus. Du kannst natürlich jetzt auch so einen gemütlichen Sessel hier drin haben, aber dann hast du Gewippe und so weiter. Und das passt ja auch schon wieder zum Style. Ne? Genau, diesen Kreisverkehr gerade. Dieses einfach mal können. Genau, wenn du möchtest, kannst du einlenken, das Auto ist da und du kriegst das wieder, was du eigentlich von dem Auto verlangst. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist das Entscheidende. Es ist nicht weniger das Entscheidende. Das kann tatsächlich was. Das Auto kann einiges und auch mit der Mehrleistung. Den gab es in Serie maximal mit 95 PS mal weg von dem Fuhrmann-Motor, der noch eine Wissenschaft für sich ist. War der immer noch fahrwerkstechnisch nicht am Limit. Ne? Ja, war sicherlich Spiel. Ne? Ich meine, aus der Zeit, wo die das gemacht haben, das war ja wahrscheinlich so ein Mix. Ja? Wie viel Engineering steckt man rein? Also wie viel Geld investiert man in diese ganze Entwicklung von diesem Auto? Mhm. Dann hat man gemerkt, der kommt gut an, also später. Ich glaube, am Anfang ist schleppend angelaufen. Ja, weil das am Ende auch ein teures Auto war. Ne? Zu der Zeit, meinst du jetzt? Ja, okay. Ganz klar sagen. Ne? Ja. Man ist ja heute, ist auch kein Geschenk, aber er war zum Erscheinen einfach locker mal 2 bis 3 Mal so teuer wie ein Käfer. Und ich habe am Ende nur einen erwachsenen Käfer gekauft. Ne? Das ist richtig. Mit 40 PS hat er angefangen, der 356. Da war der Käfer zwar noch bei 30 PS, aber das war weit weg von Sportwagen. Ne? Also man hatte die Polizei, hatte die Autos mal. Ne? Ja, es gab Autobahnpolizei, 356. Finde ich eine krasse Angelegenheit. Also hätte ich mich sofort beworben damals. Mein Vater auch.
So kam er nämlich auf das 356-Thema das erste Mal. Dann bin ich die Heidelberg-Historik dreimal mitgefahren mit einem A, also viermal Trommel. Und selbst das hat mir schon so viel Spaß gemacht mit 60 PS, dass ich gesagt habe, alles klar, wir müssen da mal gucken. Dreimal Trommel heißt aber auch eine ausgereifte Trommelbremse, eine Duplexbremse mit Alu-Trommeln, also das konnte auch was, ne? Es hat gebremst. Ich sag mal so, von der Dosierung bist du natürlich anders unterwegs. Ich weiß noch, ich kam einmal bei Hockenheim bei einer Wertungsprüfung und dann drückst du, da passiert erstmal wenig. Wenn du aber möchtest, dass die Räder stehen, dann geht's schon. Ja. Dann stehen sie aber auch. Dann stehen sie aber auch. Und das passiert ja mit den Scheibenbremsen hier, die serienmäßig sind. Erstmal nicht, da hast du noch eine Menge Potenzial nach oben, Luft nach oben. Dosieren. Also wenn wir jetzt hier, wir haben keinen hinter uns, keinen vor uns, ja. Wenn ich jetzt hier einfach auch bremse, das Auto verzieht nicht, ne? Das war jetzt keine Vollbremsung. Das Lenkrad hat sich nicht bewegt. Das ist einfach eine stabile Bremsung. Sauber. Ne? Und das ist halt bei so einem alten Auto, finde ich, schon beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich kein ABS, keine Traction Control und so ein ganzen Typ, braucht man alle gar nicht, ne? Nein, hier musst du noch wirklich reinfühlen und reindenken ins Auto. Ja. Und das macht es für mich wieder zu aktivem Autofahren. Wir sind hier beim Autofahren und nicht beim Gefahrenwerden. Das macht es am Ende aus. Exakt der Fokus. Guck dir mal diesen schönen Deckel an. Müssen wir eigentlich links oder rechts? Ne, wir müssen noch links zur Autobahn. Links zur Autobahn, ja. Zone. Ihr hört, was hier geht. Das Auto kann tatsächlich. Ja, schon. Das hat Bock. Du hörst das Ansauggeräusch, ne? Du hörst ja den Wagen hinten raus, der ist ja da. Wir hören hier wirklich das Ansauggeräusch der Weber-Vergaser. Wir hören diesen mega, mega geilen Auspuff. Also, ich finde es klasse. Der muss dranbleiben, oder? Bitte? Der muss dranbleiben. Der muss dranbleiben. Macht da nichts. Da verschenken wir die letzten PS ruhig. Scheiß die Wand an, braucht kein Mensch PS. Der Sound gleicht einiges aus. Nein, macht richtig Spaß, ist schön. Ist auch ein. Es rappelt nichts, es klappert nichts. Das Auto scheint in einem richtig perfekten Zustand zu sein. Ne? Die Jungs haben den halt frisch aufgebaut, ne? Beziehungsweise halt eben mit Detailliebe. Und die geben auch kein Auto raus, wo irgendwas nicht klar war. Ne? Oder jetzt gerade auch, die kennen mich ja jetzt auch ein bisschen. Das heißt, die waren sich ja richtig sicher. Alles klar, der fährt sofort wieder auf dem Hof, wenn da was wäre. Der fährt nicht mal vom Hof. Nein, so. Einfach weil ich ja auch einen Tick habe, ne? durch den Rennsport. Du hörst ja ganz anders nochmal in so ein Auto rein. Ja. Oh, da war das schon mutig, dir so ein Auto am Ende in die Hand zu geben. Ne? Hab ich auch gedacht. Aber kann man einen größeren Vertrauensbeweis? Das meine ich. Wenn du natürlich überzeugt bist von dem, was du machst, dann ist das ja überhaupt gar kein Problem. Ja, ist tatsächlich, also egal, 30er-Zone passt schon. Auch mit langsam fahren, wer langsam fährt, wird länger gesehen. Weißt du das übrigens? Das ist der Punkt. Und das kommt ja eigentlich bei so einem Auto, ist das ja die Priorität. Ja. Darf ich eigentlich meine Scheibe runter machen? Die ist unten. Ich gehe davon aus, dass sie funktioniert. Ich merke überhaupt keinen Zug. Ich höre nichts. Ich merke keinen Zug, gar nichts. Ja, die Scheibe ist schon lange unten. Das gibt's gar nicht. Ja, krass. Ja, schön, hier mit durch die Gegend zu eiern, finde ich klasse. Finde ich ein Traumauto. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Wenn ich die Verarbeitung einfach angucke, ich suche natürlich irgendeine Ecke, aber ich finde nichts. Der Benzinhahn fehlt. Ich finde, das ist richtig, der ist raus. Ich finde, weil da unten wollen wir jetzt Anschlüsse hinmachen, wenn du eine Oldtimer-Rallye mitfährst, dann werden wir mit einem 3D-Drucker einen Halter bauen, dass du da USB-Anschlüsse hast, beziehungsweise 12 Volt, dass du Strom kriegst für den Tripmaster und. Mhm. Ne? Das ist jetzt im Prinzip der Ansatz, warum wir da unten ein bisschen Platz geschaffen haben. Aber wenn ich mir die Ästhetik angucke von den Tachoinstrumenten, von den Schaltern, Knöpfen, wenn ich mir heute angucke, da kriege ich wirklich eine allergische Reaktion in aktuellen Autos, der ganze Touchscreen-Scheiß. Ne? Der Touchscreen-Scheiß wird uns ja als modern verkauft. Mhm. Wenn wir aber ehrlich sind, ist der in der Herstellung immer nur billiger. Darum geht es am Ende. Ja, genau. Und darum geht's. Und das finde ich so verwerflich. Wenn ich sage, wir müssen ein bisschen einsparen in der Produktion, dann habe ich die Option. Dann wähle ich das und sage, verstehe ich. Aber dieses so innovativ zu verkaufen, und eigentlich ist das aber kacke. Du bist noch nicht aus dem Laden raus, ist da entweder Staub drauf zu sehen oder die Fettfinger, ja, dann finde ich das kacke. Und deswegen ist einfach der Punkt für mich, ich brauche Schalter, ja, mechanische Lösungen, einfach nicht, um in der Zeit stehen zu bleiben, sondern das ist was Schönes. Wenn ich hier was ziehen kann, weiß ich, was ich gemacht habe. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn ich dein Grinsen aber so sehe, glaube ich, es hat dir Spaß gemacht. Das geht nicht wieder weg, ne? Das bleibt, oder? Ja, hoffentlich. Ich komme damit zurecht. Das hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. 356 fahren ist sowieso immer schön. Dann noch mit einem echten Rennfahrer an der Seite, da kann man auch mal 30 fahren, ist nicht schlimm. Hat trotzdem einen Riesenspaß gemacht.
Lenz, vielen, vielen Dank, dass du uns dein Auto und dich ein wenig vorgestellt hast. Gerne, und gerne. Ja, für uns genau zum Thema passend, 2023, 75 Jahre Porsche. Wir haben 356 gerade hingestellt mit roundabout 100 PS und richtig klasse aufgemacht. Bis zum nächsten Mal.